was geht, Leute? Que pasa, locos? Que pasa, locos? Julian Rodriguez wieder am Start. Wie ihr schon sehen könnt, ist das heutige Video. Genau, ich werde heute auf Mario Balotelli reagieren. Auf das Spiel von 3.11. in Italien. Verona gegen Brescia. Mario Balotelli wurde rassistisch beleidigt und wollten vom Platz gehen. Und ja, wir gucken uns jetzt das Video an. Y qué vergüenza las declaraciones posteriores tanto del entrenador del Verona como del jefe de los ultras. Ja, ich kann hier einfach nur sehen, dass Mario den Ball nimmt mit der Hand und dann wegschießt. Genau, man hört auch so ein bisschen Affengeräusche, Gorilla-Geräusche und Balotelli möchte einfach nur den Platz verlassen. Ja. Die Spieler versuchen ihn auf dem Platz zu halten. Er möchte aber einfach nur gehen. Das ist einfach nur lächerlich, was sie machen. Die sollten sich schämen eigentlich, die Zuschauer. Er möchte einfach nur gehen. Das ist auch verständlich. Das ist lächerlich. Das ist... So, wir gucken jetzt ein anderes Video über Rassismus, wo Balotelli auch integriert ist. Das Video heißt Cuando el racismo acontece en el fútbol. Man hört Affengeräusche mal wieder. Das ist unglaublich. An dieser Stelle Dani Alves. Das habe ich sogar gesehen, als Dani Alves als eine Banane von der Tribüne runtergeschmissen wird und Alves es unlocker ist sie einfach unglaublich. Dieser Moment werde ich auf keinen Fall vergessen. Roberto Carlos, als er von der Tribüne auch als Affe und eine Banane wurde sogar auch geschmissen. Ich möchte einfach nicht mehr spielen. Verständlich. Auf jeden Fall. Wieso? Wieso macht man sowas? Ist nicht normal. Dass es einfach lächerlich ist, was sie machen. Vor allem, wir sind ja auch Menschen. Wir sehen nicht anders oder so. Wir sind nicht Aliens oder so. Weißt du, was ich meine? Das ist... Genau, einfach... Sag Nein zu Rassismus. Say no to racism und die no al racismo, ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, der haut ein Like ein. Ja, teilt das Video. Ich finde, das Video soll auf jeden Fall, ja, ich finde, dieses Video ist sehr wichtig. Das Nein gegen Rassismus zu stellen. Rassismus wird immer geben, aber man kann es ja nicht ändern. Wir müssen das, wir müssen dagegen kämpfen. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich mehrere Reaktionen oder wenn ihr wollt, dass ich auf mehrere Videos reagiere, dann lasst ein Like da und schreibt unten in die Kommentare, mach noch mehr von solchen Videos, von solchen Reaktionen. Lasst ein Like da und ihr wisst, Julian Rodriguez. Am Start. Heute noch?